Wenn Sie dies hier einschalten und ansehen, dann gehe ich davon aus, dass Sie Interesse an Büchern haben, sonst würden Sie das nicht gucken. Und dann sind Sie bei mir ja auch immer richtig bei Interesse an Büchern. Aber diesmal geht es um Bücher, die sich alle mit Musik beschäftigen. Wenn Sie also Interesse an Büchern und Musik haben, was ja eine sehr schöne Allianz ist, Literatur und Musik, dann sind Sie goldrichtig hier. Denn die Edition Elke Heidenreich bringt nur Bücher heraus, jeden Monat eins, die irgendwie im nahen oder weiteren Sinne mit Musik zu tun haben. Sachbücher, Essays, Romane, Erzählungen, sehr ernste, sehr kluge, sehr alberne, sehr komische. Es ist eigentlich von allem etwas dabei. Wir werden auch alte Bücher, die mit Musik zu tun haben und vergriffen sind, wieder neu auflegen. Und Musik umfasst das ganze Spektrum, von Popmusik bis zur Oper, klassische Musik. Es kann um Liebesgeschichten gehen, die im Opernhaus spielen, um Mord in der Oper, um Punk in China, was weiß denn ich. Also in meinem Leben haben Musik und Bücher ziemlich von Anfang an beide eine gleich große Rolle gespielt. Meine Mutter war sehr musikalisch, die hat viel gesungen, immer lief das Radio, man hörte das Wunschkonzert und sang mit. Und ich habe dann, als ich Teenager wurde, natürlich die Popmusik gehört, Chris Howland und amerikanische Musik und gleichzeitig immer auch viel gelesen. Meine Mutter hat mich auch da sehr gefördert. Also ihre beiden Leidenschaften hat sie auf mich übertragen. Und dann zeigte sich irgendwann, für einen Beruf mit Musik reichte das Talent wahrscheinlich nicht, aber auch das Geld nicht. Wir hatten damals kein Geld, dass ich Klavierstunden hätte nehmen können. Ich habe erst sehr spät angefangen mit sowas. Aber lesen kann man immer, auch wenn man wenig Geld hat. Ich war Mitglied in vielen Bibliotheken. Und so ist die Literatur mein Beruf geworden und die Musik meine große Liebe. Und ich feixe natürlich, dass ich jetzt beides unter einen Hut bringen kann. Beruf und große Liebe zusammen, und das muss doch eigentlich was ganz Wunderbares sein. Und ich habe schon im Vorfeld das Gefühl, das ist es auch. Gucken Sie einfach immer mal rein in die Edition Elke Heidenreich, Musik in Büchern, da kann gar nichts schief gehen.